Hallo zusammen, ich stelle euch den Bär nicht vor, der Bär stellt sich selber vor. Ich habe heute nicht mitgebracht. Micha, was soll das? Was soll das? Boah, warum hast du mich in diese Tüte gesperrt? Was fällt dir eigentlich ein? Micha, wir haben das doch mit dir besprochen. Du siehst zu gut aus. Hier sind noch andere Redner vor dir. Du würdest die Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Ach so, ja, du hast recht. So, Micha, aber du bist jetzt an der Reihe. Das ist das Publikum. Da musst du den Leuten reden. Das ist eine Eisbrecher. Micha, Mann, du bist schon staubig. Ja, warum wohl? Du musst ja deine Eisbrecher reden halten, die Zeit läuft. Hallo. Mein Name ist Micha. Ich bin ein Bär. Und wisst ihr auch, was für ein Bär ich bin? Ein Koala-Bär. Panda. Das sind alles Experten hier. Was bist du denn noch, Präsident? Also, sehe ich nicht so gut. Ich bin so angemalt wie ein Panda-Bär, das war schon mal richtig. Aber guck mich von der Seite an. Sieht so ein Koala-Bär von der Seite aus? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Eisbär. So, und warum bin ich dann schwarz-weiß? Naja, uns im Polarkreis, da geht es uns gerade nicht so besonders gut. Im Wanders eigentlich auch nicht. Aber mit denen habe ich überhaupt kein Mitleid. Wisst ihr warum? Die kriegen nichts auf die Reihe. Die werden in China gefüttert. Die haben nicht mal Bock auf Sex. Also was macht man mit denen? Man zeigt ihnen Pornos. So ein Leben hätte ich auch gerne. Deswegen habe ich beschlossen, ich male mich mal wie ein Panda-Bär an und versuche nach China durchzukommen. Okay, bisher bin ich jetzt in Deutschland gestrandet hier. Ja. Oh, okay, das war der erste Punkt. Da war es mit der Empfehlung, ne? Ja, ja, das hast du geübt, ne? Okay, der zweite Punkt. Ah ja, ja, wieso bin ich hier? Du da. Du passt dich auf. Ich kenn dich. Er hat mir von dir erzählt. Du weißt, Herbert, du bist witzig. Manchmal. Hat er gesagt. Er hat recht. Manchmal. Heute warst du witzig. Okay, ich weiß, du bist hier mit dem Membership, ja? Das heißt, du müsstest eigentlich genau aufpassen, wer hier seine Eisbrecher reden halten darf und wer nicht. Wieso darf ich heute meine Eisbrecher-Rede halten, weißt du das? Habe ich mir gedacht. Du willst die falschen Dinge. Also Leute, ich habe für euch alle einen Tipp. Lest doch mal die Satzung von eurem Club. Lest doch mal die ganz genau. Was steht da? Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein. So, was bedeutet das? Das bedeutet auch eine GmbH als juristische Person kann Mitglied im Club sein. Denn in diesem Fall ist die Best GmbH das Mitglied im Club. So, was bedeutet das? Eine juristische Person kann nicht in den Club gehen, hä? Also schicken wir Vertreter hin. Wer die Gesetzlichen, also die Geschäftsführer. Oder die können andere Vertreter bestimmen. Und heute bin ich Mitglied und der ist Gast. Kapiert? Also sagt das euren Arbeitgebern und dann könnt ihr alle Gruppenabo abschließen. Braucht nur einer Gebühr zu zahlen, so euer Arbeitgeber. Und ihr könnt alle abwechselnd mit dem Club. Klar? Okay. Okay, das war der zweite Punkt. Ah, jetzt müsste der Schluss kommen. Schluss. Schluss? Misha, hast du keinen Schluss? Aber das haben wir doch gar nicht geübt. Nein, natürlich nicht. Ich kann das doch auch nicht.
Da muss ich ja jetzt improvisieren, ja? Okay. Also, ich bin Mischa der Bär. Und ich komme wieder. Tschüss.